Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange 2, Episode 2. Das nimmt ein sehr böses Ende. Erinnere ich am Ende von Captain Spirit, wo der runtergefallen war und das da drauf war, oder allgemein an die letzte Folge, wo Captain Spirit runtergefallen ist und Daniel hat ihn aufgehalten, dass er nicht auf den Boden fällt. Und dann tut er jetzt so, als könnte Captain Spirit diese ganzen tollen Sachen machen. Ich weiß nicht. Und jetzt haben wir diese Wahl. Entweder wir schützen das Geheimnis weiterhin. Oder ich find diese Aufstellung bescheuert. Wenn es Chris nicht mehr kann, dann kann das einfach nicht mehr. Daniel muss das ja nicht für ihn tun. Dann klappt es halt nicht mehr. Und dann sagt sich, oh verdammt, warum klappt denn das nicht mehr? Das ist halt traurig, aber ist okay. Kommt da auch drüber hinweg. War vielleicht dann halt mal ein lustiger Nachmittag und da hatten sie halt ein bisschen sehr Vorstellungskraft oder sowas. So. Erster Punkt. Das wäre wahrscheinlich nicht... Das ist das Problem. Die Wahl ist eigentlich nicht Geheimnis schützen und Chris nicht anlügen, sondern die Wahl ist Chris weiterhin anlügen oder Chris nicht anlügen. Beziehungsweise das Geheimnis schützen oder das Geheimnis offenbaren, nehme ich an. Ich find diese Überschrift ein bisschen doof gewählt. Ja. Ich weiß echt nicht, weil das Problem ist, würden wir jetzt, zum einen, wir haben Daniel, haben wir gesagt, wir lügen ihn nie wieder an. Wir haben ihm gesagt, Lügen ist doof. Wenn wir das sagen, sagen wir, er soll weiter anlügen. Das ist doof. Er lügt gerade. Wir haben eigentlich schon mal gelogen, indem wir gesagt haben, wir haben es nicht gesehen. Stimmt, eigentlich ist es hinfällig. Das Problem ist, ich finde diese Auswahl einfach doof. muss ich leider so sagen, wie es ist, weil es sagt mir nichts. Das Geheimnis schützen, ich interpretiere es so, Geheimnis schützen heißt, Daniel darf einfach so weitermachen. Praktisch Chris denkt dann, yay, ich kann das ganze Zeug. Wenn wir sagen, Chris nicht anlügen, wird er Chris erzählen, dass er derjenige ist mit den Superkräften. So bescheuert. Das sind doofe Entscheidungen. Warte. Was wäre mir persönlich lieber? Das Geheimnis schützen ist extrem wichtig. Wir haben es jetzt allerdings schon Obis erzählt. Das heißt, Obis weiß Bescheid. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Chris erzählen, dass Daniel die Fähigkeiten hat, dann wird es der Vater früher oder später auch erfahren. Weil, egal wie rum, der Vater wird es erfahren. Ich habe nur Angst, dass Chris nicht das Geheimnis für sich behalten kann dann in dem Moment. Dass, wenn es Chris erfährt, dass er praktisch nicht das Zeug hat und wir ihm sofort sagen, nein, wir haben diese Fähigkeit, weil ich scheu finde, Chris hat ja nichts davon, das für sich zu behalten. Warum sollte er das tun? Es ist eine Scheißentscheidung, entschuldige bitte, aber ich finde die Wahl bescheuert, weil ich nicht genau weiß, was es bedeutet. Heißt nicht anlügen, dass wir sofort sagen, wir sind's, oder dass wir ihn nicht anlügen und wir praktisch einfach nur aufhören, diese Kraft zu nutzen und das war's. Heißt das Geheimnis schützen, dass wir aufhören, das für ihn zu machen und er das merkt, oder heißt es, dass wir weitermachen? Das sind beides Sachen, die nicht geklärt sind in meinen Augen und das finde ich immer bescheuert. Weil ich nicht weiß, was ich jetzt wähle. Es sind beide für mich eine positive und negative Sache, in der ich nicht erkennen kann, was sie jetzt darstellen sollen. Ich hasse das. Okay. Wir lügen Chris nicht an. Oder? Am Ende kommt es eh raus mit dem Ding und dann ist bescheuert.
Wir lügen Chris nicht an. Komm. Ich überlege gerade, konnten wir. Warte mal, wie haben wir. Warte, was haben wir bei Captain. Jetzt muss ich an Captain Spirit erstmal zurückdenken, das ist schon wieder so lange her. Captain Spirit, haben wir dort gelogen? Also was heißt gelogen? Haben wir da Dinge ausgeplaudert, die man nicht sollten? Eigentlich ja, mit dieser letzten, was wir der Reynolds gesagt haben, aber... Ah, okay. Ich sag trotzdem, Chris, nicht anlügen. Ich hab mich jetzt irgendwie darauf versteift. I know, man. But you can't lie to friends about something like this. He could get in trouble thinking he can make shit fly. Or he could get hurt. So you want me to tell him the truth? Well... I don't want you to lie anymore. You don't have to tell him everything, but don't let him think he has magic powers, okay? You swear? Okay. I swear. Deal. I'm counting on you and Anno. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Es musste sein. Auch wenn es schlimm ist, es musste sein. Ich weiß, ich brauche sehr lange für viele solcher Sachen, aber... Oh, verdammt. Ich habe gerade so einen Hunger auf heiße Maronen. Oh. Gott, ich vermisse den Weihnachtsmarkt jetzt schon wieder. So. How can they sell so many trees in such a small town? Vielleicht stellen sich einige mehrere hin. Das sind die Bäume, die Daniel, Verkäufer. Was haben wir hier? Fliegespray. Dad pushed every year to get a plastic tree. But we never surrendered. Yeah. I should put you in. Shut up. Die sind alle nett, irgendwie. Aber... I prefer my pine trees alive. You coming, Sean? Don't behold. The giant condom machine. Don't worry. I'll be around. Künstlicher Schneemann. Jeez. Daniel Snowman wasn't that creepy after all. So. Die sind alle nett, aber es kann halt zu nett sein, weil sie sich zu sehr interessieren. Hab ich gerade eine Maus oder ein Eichhörnchen gehört? Guck mal, Betonziegel. Looks like someone went nuts over these blocks. Yep, es ist irgendwo ein Eichhörnchen. Hab ich doch richtig gehört. Oder? Oh, da sind sie. Ich lauf mal kurz weiter, ich komme gleich okay. Zu euch. Better find a gift for Daniel quick. While he's still busy with Chris. Ein Geschenk, okay. Du. Mhm. Briefkasten des Weihnachtsmanns. Dear Santa. We've been good kids this year. Please explain this hot mess. Huch! Achso, das zeigt mir, wo Daniel ist. Is that a yo-yo? Daniel had one back home. Bet he'd love this. Nein, wir klauen nichts. This is so different from Seattle. Don't know if I can... Warte, ganz kurz, wir haben 10,30 €. Okay. Wenn, kaufen wir nur. Und ich sehe gerade noch was. Wir haben... Warum habe ich einen interstellaren Reisenden? Und warum habe ich diese Dämonenblond... Das ist Daniel. Ach so, ich wollte schon sagen. Okay. Gut, wir haben was Tolles Neues und zwar nichts. War vom Weihnachtsmarkt. Okay. Oh, Wohnwagen. Man. It would have been so cool to have one of these before coming here. Es ist schwierig manchmal die Sachen zu sehen, wenn das 3D in der Welt ist. Claire and Steven definitely have a kink for Christmas. Bet they like these. Wir könnten das kaufen. Hi everybody. We're taking a year off to run away from cops. Daniel has got telekinesis now.
Hope you're doing well. Warum kann ich das Ding eigentlich nicht kaufen? Ich habe 10,03 Euro und ich kann für 10 Euro den Adventskranz nicht kaufen. Das finde ich doof. Hinsetzen. Jo, wir zeichnen. Wir zeichnen. Okay. Ja, zeichnet das. Aber wir können Daniel in dieses Rentier da an der Seite stecken. Okay. Got it. So. Concentration. I've looked enough. Time to draw now. This place is nice. Konzentration. But I can add more details if I want. Machen wir. Und nochmal ein Hintergrund. Flup. Wunderbar. What are you drawing? Whoa, it's so cool. Are you like a professional? No. More like the opposite. You could draw comic books. The awesome adventures of Captain Spirit and Super Wolf. Pretty rad for Hollywood name. Yeah. I'll think about it. Hey, can you add something funny to your drawing? Funny? Like what? I don't know. Something cool. Okay. Big question. Ein Raumschiff-Zombies. Zombies? Or UFO. Natürlich ein Raumschiff. What about a giant spaceship flying over Beaver Creek? Achso. Ach guck mal, wir sogar mit Aliens. Zack. I hope I can draw like you one day. I'm sure you will, man. Und wie seine Mutter. Wir haben immer noch kein Geschenk für Daniel. Was haben wir hier? Ein Poster. Achso. Achso, stimmt, das war. Oh, guten Tag. Geschenke. Funny how all small towns always sell the same handcrafted crap. Die haben auch kleine Bären. Und das sind Biber. Ich bin doof. Ugh. It's weird to have all this food around after a month of ravioli diet. You won't find better deals in Beaver Creek. Deine sogar Glühwein. Ein Glühwein? Zwei Glühwein? I miss Dad's Christmas at all. Drei Glühwein? Was? Hey! Holzschiller. Holy shit. Hi! Hey! Hi! Good morning, young man! It's nice to see a new face in this old town. Thanks. It's a super cool market you got here. Small towns are the best for Christmas. Who are you staying with? Die Ericssons, die Reynolds und einem. Ich habe Angst, das denen zu sagen. Weil dann die Polizei vielleicht auftaucht. Wenn der Typ uns irgendwie erkennt, schickt er gleich die Polizei dorthin. Ericssons ist doof, die sagen, wo wir sind. Reynolds ist auch. Ich weiß nicht, in einem Hotel? We're just passing through, so at a motel. Well, I saw you speaking with Charles, so I thought. Onkel? He's my uncle, but long time no see. You know? Sure, sure. I thought it was just him and his son. Glad he's got you around now. Anyway, welcome to Beaver Creek. If you need anything, just holler.
Ich weiß nicht. Mal mal auswählen. So, wir haben... ein Holzbier? Ein Schneemann? Ein sitzender Bär? Das Problem ist, ich habe nicht genügend Geld. Huch! Wo kommt denn ihr auf einmal her? Ich hab halt nicht genügend Geld. Das ist so ein bisschen das Problem. Hi. This is a nice collection. Why, thank you. I make them all myself. Whoa. Must be a lot of work. Definitely too much for the money they get me, yes. How come? Well, people certainly don't buy as much handmade Christmas decorations as they used to. The mall has ruined every single shop in town. Can't do anything about it, and people seem surprised unemployment is going through the roof. I know. It sucks. But we can't do anything about it. Right? I like to think there's always a solution, however frustrating that thought can be. Anyway, you've got better things to do than listening to an old lady ranting about capitalism, right? That's cool. Don't worry. Well, thanks for hearing me out anyway. You have a nice day. Wir können auch den Adventskranz kaufen. Quiet morning. Was machst du hier für Zeug? Der so gut. If I have enough cash left, I could get a gift for Claire and Steven. Ja, wir, okay. Wir holen den Kranz. Quiet morning. Oder wir haben, ja, wir haben nicht genug Geld. So ein Biber ist, glaube ich, ein Scheißgeschenk für die. Aber so den Biber, von dem Biber haben sie länger was als von einem Adventskranz. Ah, oder Weihnachtskarten kosten die? Nee, kann ich nicht kaufen. Okay, warte, ich muss überlegen. der Biber kostet 10 Euro. So ein Schneemann kostet 5 Euro, ein Weihnachtsmann kostet 5 Euro. 7 Euro. Wir haben nur 10 Euro. Wir könnten natürlich da nochmal anpumpen. Ich würde sagen, ich hole so ein Biber. Weil Daniel war voll auf diese Holzbären abgefahren. Wir haben damals nicht gekauft. Wir haben jetzt nur 10 Dollar. Das ist nicht viel. Aber. Das Problem ist, es kommt immer drauf an, wie wir es schenken. Wenn wir es den Großeltern schenken, den Biber, dann denken die, geil, die haben wir auf dem Flohmarkt irgendwie das Maskottchen unserer Stadt gekauft, aus Holz, und schenken uns das. Wow, geil. So ein Schneemann ist auch, wow, geil. Also, wie gesagt, wenn wir es jetzt nur für die Großeltern sehen, wäre dieser Adventskranz eigentlich, glaube ich, das Beste. Was jetzt aber für Dauerhaftigkeit im Endeffekt wäre dieser Biber. Ich weiß es nicht. Kann ich nur hier kaufen? Whoa. The guy who painted that. He must have been seriously high. Oh, guck mal, eine Sängerin. ich weiß nicht. Dann haben wir kein Geld mehr, um was zu kaufen. Hi. She looks so out of place here. We'll eat for food. Cool. Das ist ein schöner Spruch. We'll eat for food. Hallo? Jetzt. It's me, you've come to take my duality.
Ist irgendwie voll schön. Das war schön. You made it all the way through. Weird. You got a crush on me or something? What? No, I mean, it was pretty cool. I just... Relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. Tolle Stimme. You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's kind of nice. Not really my thing, though. I hate TV and show business shit. Well, thanks for the music. And good luck. See ya. Ich dachte, wir können mehr über die erfahren. Ach, ihn. Hey. Hey. Miss me already? Sie spielt What? Immer noch Gitarre. No, I mean... I'm just messing with you. It's nice to chat for a change. Me and my friends have been crashing here for the week. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. Now we are. Kinda. That sounds complicated. Trauma? Yeah. Lots. Huh. Yeah, I hear that. Way too much. What about you and your friends? Road trip? Not really. We kinda hop from place to place, hunting for little jobs. Must be a long ride. That's okay. We hop on trains. Gives us time to rest. Man, that sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean, what are you doing? We hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh, hi. Who are you? Ooh, your hair looks so cool. Is it a wig? Well... What do you think? I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, Sean. I thought I told you. No, you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Ooh, is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? He's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. She looks really cool, I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah, you always go for those suburban boys. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard, hotshot? Hey, no worries. Come on, let's bail. It was nice meeting you, Sean and Daniel. Stay out of trouble, kids. Bye.
Hope we see you on the rail someday. Yeah. See you around. Your doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. If an unleashed dog is liable to a fine, so... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal, too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight? I don't get why he yelled like that. Should we do something about it? Nein. Wir lassen es gut sein. Nein. Better not get involved, man. This guy doesn't look nice. You're right. Deswegen. Kann ich Daniel hier reinstecken? Daniel. Hier. Rein. Du. Da rein. Genau. Ja. Oh, cool. How do I look, Sean? Ridiculous. You're jealous because I'm cute. You're a boss. Ich kauf den Weihnachtskranz. Übrigens. Better keep my cash for Daniel first. Special price if you buy two. Ich hab Daniel wieder verloren. Das heißt, ich muss jetzt erst was für Daniel kaufen. Dann habe ich aber nicht genug Geld. So funktioniert das nicht. Okay. Better find a gift for Daniel quick. While he's still busy with Chris. Warte, die sind noch. Ich dachte, die sind schon fertig. Ich will das Jojo nicht klauen. Das ist doof. I won't come back into town. Now's my only chance to grab Daniel a present. Quick. Fucking parasites. Ich muss so ein Bieber kaufen. Es tut mir leid. Ich muss ein Geschenk für Chris kaufen. So ein Schneemann ist hässlich. Es muss ein Bieber sein. Es muss leider ein Bieber sein. Hey, can I have one of these beavers? The tiny ones. Yep. They're made by our beloved carpenter, Rose. Cool. Here you go. Thanks. Anything else? No. I'm good. Have a nice day then. Yeah, you too. Thanks. Cool. Mission accomplished. Hang around here. Better leave now before Claire and Steven come back. Ich hätte, wie die Musik einfach instant aufhört. Da war schon wieder das Eichhörnchen. Wo ist das Eichhörnchen? Das ist doch gehört. Ah, nee, das sind Vögel, oder? Ich glaube, das sind Vögel. Ich dachte, das war vorhin ein Eichhörnchen. Gut, gehen wir. Ich bin immer noch ein bisschen traurig und... aber gut, wir haben halt jetzt noch 3 Cent, aber es musste jetzt mal sein. Hey, you guys ready to go? Yeah. All done. Cool. Hop in. Are you having too much fun back there? Yeah. That's what I thought. Hello. Hm.
Looks like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Cassidy? Cassidy. Cute name. Do you like her? Wollen nur Geld. Ne, sie wollte ja nicht mal Geld. She was cool. You're too quick! Ah! Anyway, got ya! It's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily, she died 2 years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. Do you have some kind of problems? I'm just not the man I was. I shouldn't have even brought this up, you know, just forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. Hey, how long are you staying at your grandparents'? I don't know. Depends on how long Stephen and Claire will put up with us. Well, they stopped by yesterday. They really seem to care about Chris. But I'm afraid they get the wrong idea sometimes. Claire threatens to call social services. That's true. We are not your usual, pretty happy, suburban family model. But I know things haven't always been good for the Reynolds either. Ich würde sagen, wir setzen das Gespräch in der nächsten Folge fort. Weil ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieses Gespräch noch lange dauert, worein wir noch gehen, in welche Cutscenes und was weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, deswegen würde ich sagen, wir beenden jetzt erstmal diese Folge für jetzt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wie es weitergeht. Ich meine, ich mag den Vater von Chris total. Er hat Probleme und er soll sich an manchen Stellen wirklich helfen lassen und Hilfe annehmen. Aber er will trotzdem eigentlich nur das Beste. Das Problem ist, manchmal spricht leider der Alkohol aus ihm. Aber nun gut. Lassen wir das. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin immer noch nervös und es nimmt alles kein gutes Ende. Ich meine, wir sind jetzt... Der Verkäufer war so... Ich muss das mit dem Motel sagen, weil hätten wir, ich hab's ja gesagt, ne, hätten wir irgendwas anderes gesagt, dann hätte er wahrscheinlich, sollte er uns irgendwo wiedererkennen, hätte er gesagt, ja, die leben bei den Reynolds oder was weiß ich nicht. Wir haben jetzt leider trotzdem gesagt, weil ich doof bin und mich an meine eigenen Regeln nicht gehalten habe, aber es sieht halt komisch aus, wenn wir gerade erst getroffen haben und irgendwie mit dem die ganze Zeit unterwegs sind. Deswegen habe ich gesagt, das ist der Onkel. Nun gut, egal. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal. Also, ich beende die Folge und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Life is Strange 2. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und noch einen schönen Tag.